Ich bin Isi von Tintenwelten und ich habe heute meinen Lesemonat Juni für euch. Und zwar war ich sehr erfolgreich. Ich habe auch einige coole Bücher gelesen und zwar 10 Stück an der Zahl. Das entspricht einer Seitenanzahl von 4012 Seiten und es waren dann durchschnittlich 133 Seiten pro Tag. Und wir beginnen auch direkt mit dem ersten Buch, was ich euch dann hier einblenden werde, denn ich habe dieses Buch als Hörbuch gehört. Und zwar war das nämlich Cinder und Ella von Kelly Oram und das hat 448 Seiten gehabt und es hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich würde fast sagen, jeder von euch hat zumindest schon mal was von dem Buch gehört. Und zwar geht es in diesem Buch um Ella, die einen schweren Autounfall hinter sich hatte. Sie hat sehr, sehr lange Zeit im Krankenhaus verbracht und eine sehr, sehr schwierige Zeit hinter sich gehabt. Und das ist auch der Grund, warum sie plötzlich den Kontakt zu Cinder abgebrochen hat, der nämlich schon seit einiger Zeit ihr Internet Freund war. Also sie haben über alles sich ausgetauscht. Eigentlich haben sie sich über ihren Blog kennengelernt, in dem sie nämlich unter anderem auch Bücher besprochen hat. Die beiden waren sich vor diesem Unfall auf jeden Fall sehr, sehr nah. Sie hat eine tiefe Freundschaft sozusagen verbunden, obwohl sie sich noch nie getroffen haben vorher. Und jetzt nach dem Unfall, nachdem sie aus dem Krankenhaus raus ist und die ganzen Behandlungen erstmal abgeschlossen sind, da zieht sie zu ihrem Vater und ja, es passieren halt eben einige Dinge, die sie dann eben dazu bringen, dass sie Cinder wieder kontaktiert. Und was dann passiert, muss man natürlich selber lesen, aber ich fand das auf jeden Fall sehr, sehr toll. Ich mochte beide Charaktere. Ich muss sagen, dass ich das Hörbuch so mittelmäßig fand, weil ich nämlich diesen männlichen Sprecher gar nicht so sympathisch irgendwie fand. Ich fand, der hat irgendwie so eine komische Stimme gehabt, ich weiß es nicht, oder das komisch gelesen. Aber das Buch und der Inhalt, das hat mir beides sehr gut gefallen. Neben dieser Internetbekanntschaft und dieser Freundschaft und natürlich auch einer Liebesgeschichte spielen natürlich auch die Probleme, die Ella nach diesem Unfall hat, eine große Rolle. Also ich will da gar nicht so sehr drauf eingehen, aber sie hat auf jeden Fall starke Beeinträchtigungen nach diesem Unfall und die bereiten ihr einige sehr, sehr große Probleme, ihr Selbstbewusstsein alleine schon betreffend und auch eben den Umgang mit anderen Menschen und eben die Sache, dass sie jetzt zu ihrem Vater ziehen muss. Der hat eine neue Frau, der hat 2 Stieftöchter und das alles bereitet ihr eben große Probleme und auch das finde ich eben sehr, sehr spannend und sehr, sehr gut auch umgesetzt. Und gerade eben in diesem Hörbuch kam das eben auch so rüber, weil ja, die Sprecherin das Ganze irgendwie so richtig emotional rübergebracht hat. Und dementsprechend bin ich aber noch nicht so ganz sicher, ob ich jetzt den zweiten Teil lesen möchte. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber ich habe halt Angst, dass mir das zweite Buch jetzt den ersten Band irgendwie ein bisschen kaputt macht. Weil eigentlich, finde ich, ist das Ende, so wie es ist, jetzt eigentlich abgeschlossen für mich. Falls ihr das gelesen habt, könnt ihr mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich den zweiten Teil noch lesen sollte, ob es sich lohnt oder halt eben nicht. Das würde mich sehr freuen. Das nächste Buch, das ich gelesen habe, war Sirenka, Fluch der Tiefe von Elisabeth Farmer. Das sieht so aus und ich finde, das hat einfach ein wunderschönes Cover. Ihr seht schon, das hat hier diesen Holo-Effekt und das finde ich ja richtig, richtig cool. Das Buch hat 361 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und dieses Buch ist ein dunkles Märchen im Prinzip, das auch so mit Mythologie viel zu tun hat. Wie das Cover vielleicht schon vermuten lässt, geht es darin um Sirenen, ganz genauer gesagt um Sirenka. Das Ganze spielt halt in 2 verschiedenen Zeitebenen. Einmal um 1522 rum, wo Sirenka eben sich verliebt in einen Menschen und ihr Leben im Meer aufgibt für ihn. Und dann halt eben heute in der Gegenwart, da geht es um Hester. Das ist ein junges Mädchen und sie hat ein Problem mit ihrer Familie sozusagen. Es wirkt nämlich so, als würde ein Fluch auf den Frauen ihrer Familie liegen, weil eben alle Frauen kurze Zeit nach der Geburt ihrer Tochter sterben und deshalb hat sie eben Angst, dass sie das gleiche Schicksal ereilt und dementsprechend will sie sich nicht verlieben, keine engere Beziehung eingehen und natürlich um Gottes Willen niemals schwanger werden, weil sie eben Angst hat, dann zu sterben. Und
Natürlich kommt alles ganz anders, denn dann trifft sie auf den mysteriösen Ezra und in den verliebt sie sich. Und wie das Ganze mit der Vergangenheit zusammenhängt, das muss man natürlich selber lesen. Ich muss aber sagen, dass ich das echt cool fand. Es war halt eben so eine Mischung aus Mythologie, wie ich schon gesagt habe, Märchen, aber sehr, sehr düster, teilweise auch brutal. Auch so teilweise ein bisschen gruselig, weil auch noch andere Wesen eine Rolle spielen. Mehr möchte ich gar nicht dazu sagen, weil das muss man ja schon selber lesen. Das hat mich persönlich nämlich eigentlich schon ein bisschen überrascht. Hatte ich nicht mit gerechnet, sagen wir mal. Das nächste 5-Sterne-Buch in diesem Monat war dann von Anne Freitag, Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Das hat 413 Seiten, wie ich schon gesagt habe, 5 Sterne von mir bekommen und es war einfach ganz, ganz toll. Und in diesem Buch geht es um Rosa und um Frank, die sich in Australien in so einem Hostel oder so treffen. Beide sind dort alleine unterwegs, was eigentlich ursprünglich nicht so geplant war. Das heißt, die beiden kennen sich also vorher nicht, aber sie verstehen sich eben auf Anhieb sehr, sehr gut und irgendeine spezielle Bindung scheint zwischen den beiden auch zu bestehen. Allerdings ist es so, dass dann unverhofft plötzlich noch David dazukommt. Das ist Franks bester Freund und ja, das ändert natürlich alles an der Dynamik zwischen den beiden oder den dreien. Und die Frage ist dann halt eben letztendlich, sind drei nicht einer zu viel? Und das ist halt eben eigentlich auch das Hauptthema, finde ich, dieses Buches. Also es geht eben um eine Dreiecksbeziehung. Ich glaube, ich habe noch in keinem Buch eine bessere Dreiecksbeziehung beschrieben bekommen und das ging mir einfach ans Herz. Es war total emotional, man war selber hin und her gerissen und ja, es war halt eben irgendwie so ein ganz besonderes Feeling. Alleine eben auch schon diese Sache Australien, einen Roadtrip zu machen, Hitze, Urlaub im Prinzip zu haben. Auf der einen Seite eben räumlich frei zu sein, aber emotional nicht frei zu sein, weil man sich eben hin und her gerissen fühlt, weil man niemanden verletzen möchte, aber weil man sich eben doch nicht nur zu einer Person eben hingezogen fühlt. Und was das Ganze halt eben mit diesen Protagonisten gemacht hat, muss man selber lesen. Das Buch ist aus allen drei Perspektiven geschrieben und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Am Anfang war mir David auf jeden Fall am unsympathischsten von den dreien. Man muss sagen, dass sich das im Verlauf auf jeden Fall gelegt hat und letztendlich habe ich alle drei in mein Herz geschlossen und ja, ich konnte einfach nicht aufhören, das zu lesen. Ich wollte unbedingt wissen, wie es mit den drei weitergeht und irgendwie finde ich das Ende richtig toll. Ja, lest es selber. Ich finde sowieso, alle Bücher von Anne Freitag lohnen sich. Alles, was ich bisher gelesen habe von ihr, hat mich auf jeden Fall überzeugen können. Das nächste Buch ist ein dritter Teil und zwar der dritte Teil von der Woodland Akademie von Marcella Fragiola, Anything for You. Ich habe das eigentlich ursprünglich als E-Book gelesen, mittlerweile hat mich aber auch hier das Taschenbuch erreicht. Das Buch hat 282 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Das ist jetzt halt eben der finale Teil und hat mich nochmal komplett überzeugen können. Also es war einfach ein würdiges und schönes Ende dieser Internatsgeschichte. Es gibt von allen drei Teilen dieser Trilogie eine Rezension auf meinem Kanal. Ich werde euch die natürlich wie immer in der Infobox verlinken. Die Woodland Akademie ist auf jeden Fall ein Elite-Internat, das eben von den Kindern von mächtigen und wohlhabenden Menschen besucht wird, bis dann letztendlich auch Stipendiaten dort angenommen werden von Familien, die in sozial schwächeren Verhältnissen leben. Am Anfang der Trilogie sind da nicht so wirklich alle von begeistert, also vor allen Dingen eben auch zum Beispiel Lea, um die es im zweiten Band geht. Im ersten Band geht es um ihre Zwillingsschwester Ellie und um Ethan, einer der Stipendiaten eben, der aus einem Trailerpark kommt. Im zweiten geht es dann, wie gesagt, um Lea und um Logan, also Ethans besten Freund. Und in diesem Band hier gibt es sogar 4 Protagonisten, und zwar Lana und Nate und Maya und Luke. Allerdings ist das Ganze hauptsächlich aus der Perspektive der beiden Mädchen geschrieben. Und was da passiert, muss man natürlich selber lesen und mehr verrate ich euch dann auch noch in der Rezension. Zu dem nächsten Buch gibt es auch eine Rezension auf meinem Kanal und zwar ist es nämlich Mord in Sunset Hall von Leonie Swan. Das hat 446 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Es geht um eine Gruppe Senioren, die zusammen in Sunset Hall leben. Unter anderem eben Agnes, der das Haus gehört und alle haben so ihr Päckchen des Alters zu tragen. Der eine ist gehbehindert, der andere ist blind, einer sitzt im Rollstuhl, einer hat kleine Probleme mit seinem Gedächtnis
und so weiter und so fort. Und dann kommt es eben dazu, dass eine Leiche in ihrem Garten und eine zweite Leiche im Nachbarsgarten gefunden wird. Und diese Senioren versuchen eben den Fall aufzuklären, weil sie meinen, dass die Polizei eben auf dem Holzweg ist. Allerdings gestaltet sich das natürlich als relativ schwierig, eben aus den gerade genannten Einschränkungen des Alters. Und das Ganze ist auf jeden Fall auf der einen Seite sehr humorvoll, mit viel schwarzem Humor, aber auf der anderen Seite natürlich auch teilweise ein bisschen traurig, regt zum Nachdenken an. Macht aber auf jeden Fall Spaß und das hat mir auch sehr gut gefallen. Also ich habe auch schon mehrere Bücher der Autorin gelesen. Hier ist natürlich das Hauptaugenmerk auf den Senioren gelegt, aber sie hat zum Beispiel auch Schafskrimis geschrieben. Also da werden dann eben Kriminalfälle aus der Sicht von Schafen aufgeklärt und die kann ich auch auf jeden Fall nur empfehlen. Die sind auch sehr, sehr, sehr amüsant. Dann was komplett anderes und zwar von Richard East, unterwegs mit Willow, wie der Roadtrip mit einer kleinen Streunerkatze mein Leben rettete. Das hat 144 Seiten, ist auch ein Rezensionsexemplar. Auch dazu gibt es eine Rezension auf meinem Kanal und in diesem Buch beschreibt eben der Autor im Prinzip seinen Roadtrip zusammen mit seiner Streunerkatze Willow durch Australien, wie es dazu gekommen ist, was er dort erlebt hat. Er erzählt einige Anekdoten und man kann ihm auch auf Instagram oder auch auf Facebook folgen, wo er dann eben auch tägliche Einblicke in diesen Roadtrip gibt, denn die beiden sind noch unterwegs. Und zwar findet man ihn dort unter Van Cat Miau. Also das kann ich euch ja auch nochmal hier einblenden. Und meine Rezension werde ich natürlich auch weiterhin verlinken. Dann geht es weiter mit dem zweiten und dritten Band einer vierteiligen Reihe, wo ich den vierten Teil leider noch nicht gelesen habe, aber der liegt hier schon. Und zwar ist es nämlich die Spiegelreisende, die Verschwundenen vom Mondscheinpalast von Christel Darbos. Das hatte 611 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. Und wie schon gesagt, dann habe ich noch den dritten Band gelesen und das war dann halt eben das Gedächtnis von Babel. Und das hat 514 Seiten und auch 4 Sterne von mir bekommen. Ich habe diese ersten drei Bücher auf jeden Fall schon sehr, sehr gerne gelesen, weil das irgendwie Fantasy ist, die für mich persönlich ziemlich neu ist. Also sowas in der Art habe ich jedenfalls noch nicht gelesen. Und das ist irgendwie so herrlich fantastisch. Und in diesen Büchern geht es eben um Ophelia, die auf einer der 21 Archen lebt. Es ist nämlich so, dass vor einigen Jahren eben der sogenannte Riss dazu geführt hat, dass die Welt in 21 Hauptarchen zerbrochen ist und noch ein paar kleinere oder so. Letztendlich ist es so, dass es dort verschiedene Clans auf diesen Archen gibt und die Menschen haben spezielle Fähigkeiten, wie zum Beispiel eben Ophelia. Sie ist eine Animistin, das heißt, sie kann eben Dinge beeinflussen und außerdem ist sie auch eine Leserin, das heißt, wenn sie Gegenstände anfasst, dann kann sie daraus eben die Geschichte dieses Gegenstandes lesen oder auch die Gefühle der Menschen, die diesen Gegenstand angefasst haben. Und außerdem ist sie auch noch eine Spiegelreisende. Das heißt also, sie kann eben von einem Spiegel zum nächsten reisen. Und sie soll jetzt sozusagen zwangsverheiratet werden und auf eine entfernte Arche umziehen, und zwar nämlich auf die Arche Pol. Und dort soll sie den adligen Thorn heiraten. Thorn ist aber ziemlich griesgrämig, mysteriös, unnahbar. Ja, man könnte schon sagen, unfreundlich. Und außerdem ist der Pol auch ziemlich gefährlich. Also es herrschen dort Machtspiele, Intrigen. Und da gerät sie mitten hinein. Und das Ganze beschreiben eben diese ersten drei Bände, die ich bisher gelesen habe. Wer also diese Reihe noch nicht kennt, der sollte auf jeden Fall mal einen Blick darauf werfen. Ich kann es auf jeden Fall nur empfehlen. Das nächste Buch ist Denn das Leben ist eine Reise von Hannah Miller. Dieses Buch hat 349 Seiten und hat 4 Sterne von mir bekommen. In diesem Buch hier geht es um Amy. Die Ereignisse am Anfang des Buches führen dazu, dass sie zusammen mit ihrem kleinen Sohn, der 6 Jahre alt ist, in ihrem VW Bulli zusammen einen Roadtrip macht. So steht es zumindest auf dem Klappentext. So richtig einen Roadtrip macht sie eigentlich nicht. Also sie kommt schon am Ende irgendwo an und bleibt dann dort erstmal. Und ja, im Prinzip beschreibt das Buch also erstmal die Ereignisse, wie es im Prinzip dazu gekommen ist, dass sie diesen Roadtrip überhaupt unternimmt und dann natürlich die Ereignisse an ihrem Zielort, also der Küste Englands. Da trifft sie auf ihre Jugendliebe Daniel und ja, alte Gefühle wallen sozusagen bei ihr wieder auf, beziehungsweise sie stürzt sich im Prinzip in ein Gefühlschaos. Das Schöne an dem Buch ist halt eben, dass das auch wieder in zwei verschiedenen Zeitebenen geschrieben ist, also einmal heute und die Gegenwart
Und dann erfährt man eben, was in ihrer Kindheit, in ihrer Jugend sozusagen passiert ist, weil sie nämlich auch ein zerrüttetes Verhältnis, sagen wir mal, zu ihrer Mutter hat. Ihre Mutter ist nämlich Alkoholikerin und die beiden haben eigentlich immer in so einem Bulli gelebt, also in so einem Wohnwagen und sind damit dann am Anfang erstmal durch die Gegend gezogen, von Trödelmarkt zu Trödelmarkt. Die Mutter verkauft nämlich Schmuck oder so auf Trödelmärkten. Und irgendwann sind sie eben sesshaft geworden und dann haben sie sich halt dort in so einer Kommune niedergelassen. Aber es hat eben die ganze Sache mit ihrer Mutter nur noch schlimmer gemacht und dementsprechend musste sie halt sehr, sehr früh erwachsen werden und hat sich eigentlich immer Sorgen um ihre Mutter gemacht und wollte immer eben dieses Leben der Kommune hinter sich lassen und eben eine richtige Familie gründen. Ich mochte vor allen Dingen ihren kleinen Sohn Len, der ist nämlich total süß und liebenswürdig und mir hat es auf jeden Fall gut gefallen. Und dann habe ich den Monat Juni noch mit einem weiteren Highlight abgeschlossen und zwar nämlich mit Time to Love, Tausche altes Leben gegen neue Liebe von Beth O'Leary. Dieses Buch hat 447 Seiten und hat 5 Sterne von mir bekommen. Ich habe ja auch den ersten Roman Love to Share von dieser Autorin schon gelesen und fand das auf jeden Fall ziemlich gut. Ich muss schon fast sagen, dass mir das noch fast einen Ticken besser gefallen hat jetzt hier, weil es auch wieder sehr humorvoll auf der einen Seite war, aber auf der anderen Seite auch wieder traurig, emotional und dramatisch. Und weil es halt eben auch ein bisschen wieder zum Nachdenken angeregt hat. Aber es hat auch so grandiose Charaktere gehabt. Und zwar geht es in diesem Buch nämlich auf der einen Seite um Lina, die eine katastrophale Präsentation auf der Arbeit hingelegt hat. Sie bekommt sozusagen Zwangsurlaub und zwar für 2 Monate. Für sie ist das eine Katastrophe, denn sie ist ein absoluter Workaholic. Und sie flüchtet sich dann letztendlich zu ihrer Großmutter Eileen. Die wohnt in einem kleinen Kaff, kann man eigentlich sagen, ist dort auch in die Dorfgemeinschaft ziemlich gut eingebunden, aber sie ist auf der Suche nach einem neuen Mann in ihrem Leben, auch wenn sie schon fast 80 ist. Und ja, in dem Dorf ist halt die Auswahl ein bisschen begrenzt und so kommen sie eben auf die grandiose Idee, ihre Leben zu tauschen. Also Eileen geht nach London, wohnt zusammen mit den Mitbewohnerinnen von Lina in einer WG und ja, stürzt sich ins Online-Dating und mischt dabei die Nachbarschaft noch ein bisschen auf. Und auf der anderen Seite ist eben Lina, die dann sozusagen die Projekte ihrer Oma in diesem kleinen Dorf eben übernimmt und dabei eigentlich hauptsächlich von den dort wohnenden Senioren aufgemischt wird. Und das Ganze ist natürlich sehr, sehr lustig, wie gesagt, und ist einfach schön. Es ist ein Wohlfühlbuch. Mir hat es von der ersten bis zur letzten Seite gefallen. Auch dieses Buch ist aus 2 Perspektiven geschrieben, eben aus der Sicht von der Oma und aus der Sicht von Lina. Und ja, mehr dazu berichte ich euch dann noch in der Rezension. Ansonsten würde mich natürlich auch sehr interessieren, was ihr von diesen Büchern denn auch gelesen habt und wie es euch gefallen hat. Schreibt mir auch gerne in die Kommentare, was ihr ansonsten gelesen habt. Also unabhängig jetzt von meinen vorgestellten Büchern, würde ich mich auch sehr darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Bis dahin, tschüss!